أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، die Frage heute: Wie lange darf man seinen Bruder meiden, wenn man einen Streit mit ihm gehabt hat, oder seine Schwester? Es wird berichtet in einer Überlieferung, die Imam al-Bukhari und Imam Muslim rahmatullah alayhima berichtet haben, und Abu Ayyub al-Ansari sagte in dieser Überlieferung, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: لا يحل لرجل أن يهجر أخا فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Es ist einem Muslim nicht erlaubt, seinen Bruder länger als 3 Tage zu meiden, dass wenn sie sich treffen, einer sich von dem anderen abwendet. Der bessere von ihnen ist derjenige, der zuerst mit dem Salam grüßt. Und so heißt es im Werk Tarh al-Tathrib, dass Ibn Abdul Barr rahimullah ta'ala sagte: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 إلا أن يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه. Die Gelehrten stimmen darin überein, dass es nicht erlaubt ist für einen Muslim, länger als 3 Tage seinen Bruder zu meiden, außer in dem Fall, dass er fürchtet, wenn er mit ihm spricht oder mit ihm Kontakt hat, dass dieses seine Religion beeinflussen wird, sprich zum Nachteil, dass dieser dadurch gefährdet wird in der Ausübung seiner Religion. Und so sagt Al-Iraqi rahimullah ta'ala ebenfalls im selben Werk: هذا التحريم محله في هجران ينشأ عن غضب لأمر جائز لا تعلق له بالدين. Das Verbot, das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns aufgetragen hat, länger als 3 Tage unseren Bruder zu meiden, dieses Verbot ist nur darauf beschränkt, wenn es einen Streit zwischen beiden gab, welches keinen religiösen Hintergrund hatte. Das bedeutet, dass einer zornig gewesen ist auf den anderen und daraus hat sich ein Streit entwickelt und letztendlich sind sie deswegen auseinandergegangen. Wenn es aus einem anderen Grund, außer einem religiösen Grund geht, so ist es nicht erlaubt, seinen Bruder länger als 3 Tage zu meiden. Und er sagt weiter, der Gelehrte, indem er sich auf einen Beweis beruft: وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِهِجْرَانِ كَعْبٍ إِبْنْ مَالِكٍ وَهِلَالِ إِبْنْ أُمَيَّةٍ radiallahu anhuma. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er befahl, dass Ka'b ibn Malik und Hilal ibn Umayyah länger als 3 Tage gemieden werden durften. Das war aufgrund einer Tat, die sie gemacht haben, die gegen das islamische Gesetz gewesen ist. Und so sagt Al-Qurtubi rahimullah ta'ala ebenfalls in diesem Werk Tarh التثريب وقال أبو العباس القرطبي فأما الهجران لأجل المعاصي والبدعة فواجب إلى أن يتوب من ذلك ولا يختلف في هذا. القرطبي رحمه الله تعالى sagt, was die Vernachlässigung des Bruders anbelangt, aufgrund einer Sünde oder einer Bid'a, so ist es erlaubt und Pflicht, ihn zu meiden, bis er bei Allah subhanahu wa ta'ala bereut und nicht mehr zu dieser zurückkehrt. Das bedeutet, dass wenn es eine Person gibt, der schwere Sünden macht oder der sogar eine Neuerung macht, sprich eine Bid'a, so ist diese Person zu meiden, wenn er nicht davon ablässt, denn diese Personen haben generell einen schlechten Einfluss auf die anderen. Das bedeutet, wenn es um eine religiöse Angelegenheit geht, wo die Person Bid'a macht oder schwere Sünden begeht, so darf man diese Person meiden, denn diese Person wird einen schlechten Einfluss auf jemanden haben bei der Praktizierung der Religion. Aber wenn es aufgrund eines Ärgernisses ist zwischen 2 Personen, so darf der eine den anderen nicht länger als 3 Tage meiden und er muss zu seinem Bruder innerhalb dieser Frist zurückkehren und der bessere von ihnen ist derjenige, der als erstes grüßt. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.